Alkohol im Schrank, Kondome neben dem Bett. Wir haben 5 Teenies aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands besucht und einen Blick in ihr privates Reich geworfen. Mein Zimmer ist für mich auch auf jeden Fall ein Rückzugsort. Unaufgeräumt teilweise und nicht immer blitzblank. Mein Zimmer ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Wir haben erfahren, was die Teenies in ihren Zimmern schon alles erlebt haben und welche Geheimnisse sich in ihren Schubladen und Schränken verstecken. Aber schwenkt das Ganze so ein bisschen um, dass das Wohnzimmer dann Partyzone wird. Das ist mein Tagebuch und da darf auf keinen Fall jemand reingucken, das ist geheim. Stadt, Land, West, Ost, Nord, Süd. Wir haben die Türen geöffnet und gecheckt, wie sich die Leben der Teenies und ihre Zimmer voneinander unterscheiden. Los geht's in Süddeutschland, genauer gesagt im baden-württembergischen Lauf. In dem nur 4000 Einwohner großen Dorf wohnt die 15-jährige Hanna. Das Leben in der Provinz findet die Gymnasiastin allerdings nicht ganz so cool. Ich finde jetzt Lauf nicht so unbedingt toll. Also es ist zwar ein Dorf, man lebt auf dem Land, man hat viele Felder, das ist schön, aber ich weiß nicht, wenn man jetzt in so einer Großstadt lebt, zum Beispiel in Karlsruhe, dann hat man viele Möglichkeiten zum Shoppen und zum Essen gehen und das kann man einfach wirklich jeden Tag dann machen, wenn man will. Hannas Zimmer ist 20 Quadratmeter groß. Wir schauen uns genauer um. In den Regalen entdecken wir Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte. Ich finde mein Zimmer toll und ich ziehe mich hier auch zurück, wenn es mir jetzt irgendwie schlecht geht. Die Privatsphäre ist mir schon wichtig, weil ich will jetzt auch nicht, dass meine Mutter einfach reinkommt, ohne dass sie klopft. Ich habe mein Zimmer selber eingerichtet, weil ich halt wollte, dass es von mir ist und dass ich mir selbst aussuchen kann, welche Möbel ich reinmache. Mehr von Hanna später. Zunächst fahren wir etwa 350 Kilometer weiter nach Osten ins bayerische Freising. Wo Blasmusik und Tradition zählen, besuchen wir die 15-jährige Gothic Queen Patricia. Wenn man jetzt den älteren Leuten begegnet ist auf der Straße, waren halt die ersten Blicke auf jeden Fall, dass du halt angestarrt wirst wie so ein Alien sozusagen, weil es halt einfach was komplett Neues ist und man das halt bei uns jetzt auch in der Gegend nicht so kennt. Patricia zeigt uns ihr 15 Quadratmeter großes Zimmer. Sofort fällt auf, die Wände sind voll mit Metal-Postern, Konzertkarten und Tattoo-Bildern. Mein Zimmer sagt viel über mich aus, weil man einfach auch sehr viel von mir kennenlernen sozusagen über meine Einrichtung an sich, also zum Beispiel über die ganzen Plakate, die ich an der Wand habe. Ja, also ich würde schon sagen, dass es mein eigener Stil ist und nicht so ein typisches Girlie-Zimmer. Zurück im baden-württembergischen Lauf. Im Zimmer von Hanna entdecken wir an der Wand den Spruch, das Leben ist hart, geht aber weiter und zwar an jedem verdammten Tag. Kaum zu übersehen ist auch ihr 2 Meter großer Schrank. Für uns öffnet Hanna die Schiebetür und zeigt uns ihre Schätzchen. Die neueste Errungenschaft ihrer letzten Shoppingtour: ein 50 Euro teures Kleid. Das Kleid werde ich zu meiner Firmung anziehen. Die ist dieses Jahr und ich freue mich schon drauf. Ich fühle mich wie so eine Prinzessin, wenn ich das anhabe, weil es ist echt schön und es ist auch so ein bisschen edel. Zum Shoppen fährt die 15-Jährige ins 50 Kilometer entfernte Karlsruhe. In ihrem Dorf gibt es nämlich kaum Geschäfte und Shoppen ist ihr großes Hobby. So ein kleiner Kleiderschrank, das wäre gar nichts für mich, weil ich habe viele Kleider und ich könnte auch ohne so viele Kleider gar nicht auskommen. Auch bei Patricia sticht uns ein großer Kleiderschrank ins Auge. Die Realschülerin zeigt uns, auf welche Klamotten sie steht. Anders als bei Prinzessin Hanna dominiert bei der Gothic Queen, na klar, die Farbe schwarz. Ich würde meinen Stil sehr ausgefallen beschreiben, was einfach viele Sachen sind, die wo zum Beispiel jetzt nicht jeder trägt, die wo eigentlich hauptsächlich Leute aus verschiedenen Szene-Richtungen tragen. Das ist nietenbehaart, den kann man zum Beispiel im Sommer unter ein lässiges Top anziehen, wo man halt an den Seiten, wo vielleicht ein tiefer Ausschnitt ist an den Armen, dass man die Nieten halt durchsieht. Patricia präsentiert uns ihr Lieblingskleid. Kostenpunkt rund 100 Euro. Tragen möchte sie es auf ihrer Schulabschlussfeier. Ich habe für das Kleid eigentlich ziemlich lang hinsparen müssen, auch weil es nicht gerade billig war. So ein typisches Girly-Kleid würde gar nicht in Frage kommen, weil das einfach nicht meinem Style entsprechen würde und ich würde mich darin, glaube ich, nicht wohlfühlen. Vom Süden begeben wir uns in den Osten Deutschlands. In Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, besuchen wir ein Teenie-Zimmer in einem alten Wohnhaus aus DDR-Zeiten. Hi, ich bin Sebastian. Ich bin 18 Jahre alt, wohne im schönen Osten von Deutschland in Magdeburg und ich zeige euch erstmal mein Zimmer. Sebastian wohnt mit seiner Mutter in einer 3-Zimmer-Wohnung. Sein privates Reich umfasst etwa 16 Quadratmeter. Wir bemerken, seine Einrichtung ist schlicht, aber warum? Mein Zimmer ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ich schlafe bevorzugt eigentlich nur hier und bin lieber draußen und unternehme was bei dem schönen Wetter. Der 18-Jährige ist also kein Stubenhocker.
Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum er kein Geld in die Ausstattung seines Zimmers investiert. An diesem Haus sind die Nachteile da, dass es sehr alt ist und die Wände nach meiner Meinung her wie Pappmaché sind. Es hält einfach nichts. Und darum ist auch da oben keine Lampe angebracht. Und da ist Papier rausgebröselt, seitdem nenne ich Pappmaché-Wände. Sebastian ist zufrieden mit dem, was er hat. Der Teenie wurde erst nach dem Mauerfall geboren. Die DDR-Zeit hat er nicht miterlebt. Ich höre andauernd, die wollen ja die Mauer zurück, die wollen die Mauer zurück von den Älteren. Und ich verstehe einfach nicht, warum, weil was habe ich davon? Ich kann nur irgendwo hinreisen, bin überall begrenzt. Bin ich ja eigentlich auch wieder nur eingesperrt. Was habe ich denn davon? Und eigentlich finde ich, Deutschland gehört zusammen, da gibt es kein Ost und West. Apropos Westen. 300 Kilometer entfernt in der niedersächsischen Großstadt Oldenburg besuchen wir den 17-jährigen Christopher. Er macht eine Ausbildung zum Koch und wohnt in seiner eigenen Bude, eine moderne Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, also sind in meiner 70 Quadratmeter Wohnung und vor 7 Monaten zu Hause ausgezogen. Fühle mich hier mittlerweile auch ganz wohl. Mein Lieblingsplatz ist das Wohnzimmer. Kann ich mich ausruhen und Fernsehen gucken, zocken. Die Miete von 600 Euro zahlt größtenteils Papa. Wir schauen uns genauer um. Viel Deko gibt es nicht. Und den Putzlappen könnte Christopher auch mal wieder schwingen. Ich würde schon sagen, dass ich eine typische Männer-Single-Wohnung habe, weil unaufgeräumt teilweise und nicht immer blitzblank. Hier liegt was rum, da liegt was rum, aber ein bisschen spartanisch eingerichtet, keine Deko. Aber Blumen würde ich hier nicht aufstellen. Weil ich finde, brauche ich nicht und B, weil sie nur vergammeln würden. Trotzdem entdecken wir auf dem Balkon Blumenkästen, allerdings zweckentfremdet als Aschenbecher. Für Sebastian wäre das wohl ein Anblick des Grauens. Regelmäßig hegt und pflegt der Magdeburger liebevoll die Pflanzen in seinem Zimmer. Meine Grundschullehrerin hat mal früher behauptet, ich sollte Botaniker werden, weil ich habe einfach einen grünen Daumen sozusagen. Also ich ziehe Pflanzen gerne. Als ich die große grüne Pflanze bekommen habe, war die so klein. Und die habe ich jetzt so groß gezüchtet und ich züchte auch allgemein gerne Pflanzen. Einen grünen Daumen hat er zwar, einen Putzwimmel aber nicht. Seine alltägliche Aufräumstrategie, Schrank auf und rein mit der dreckigen Wäsche. Der Ordnungsfaktor ist gegen null. Mein Kleiderschrank, der ist recht unordentlich, also da kann man nicht viel zu sagen, da ich einfach viel zu faul bin, sowas aufzuräumen. Zum Glück gibt's ja noch Mutti. Sebastian ist ein Scheidungskind. Seine Eltern haben sich vor 10 Jahren getrennt. Seitdem wird er von Mama Peggy nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Hallo Schatz. Dann Basti, genießt das im Hotel, Mama, auf jeden Fall. Aber ich muss auch dazu sagen, wir arbeiten Hand in Hand. Also er macht sehr viel. Ich wohne noch bei meiner Mutter, weil ich nicht genug Geld verdiene, um mir ein Auto zusammenzusparen und die Wohnung zu finanzieren. Und vor allem habe ich noch den Vorteil, wenn ich nach Hause komme, ist noch schön leckeres Essen zu Hause, das auf einen wartet. Im niedersächsischen Oldenburg muss sich Christopher selbst ums Essen kümmern. Trotz Kochausbildung gibt es bei ihm fast täglich Fastfood. Wir werfen einen Blick in seinen Kühlschrank. Es herrscht gähnende Leere. Den Kühlschrank, der war ja in der Küche mit drin, aber im Prinzip ja, nie geöffnet, nie angemacht, nie benutzt. Die Teenies haben ja auch allerhand anderes zu tun. Morgen zeigen uns die 5, was sie in ihren Zimmern alles so treiben. I know it's hard to say goodbye. Ja, auch wenn man dann den Kater vom Vortag hat, dann spielt man auch schon mal 2-3 Stunden. Außerdem besuchen wir Heike. Sie lebt auf einem Bauernhof, abgeschieden von Geschäften und Diskurs. Morgen bei TAF. 12 Jahre schon nimmt sie Crystal Meth und kommt nicht davon los. Nun hat sie seit 2 Tagen kein Geld für die Droge und hält den Druck kaum aus. So, wie viel Stoff? Was braucht denn jetzt?